noch Leute dazuschalten, einfach schon mal mit dem technischen Beginn. Dann ist noch genug Zeit bis zum Grußwort unseres Mitveranstalters und dann bis zum Vortrag von Professor Raphael. Also schon mal herzlich willkommen euch und Ihnen zu dieser Veranstaltung Jenseits von Kohle und Stahl, Sozialgeschichte der Arbeit und Transformation der Industriegesellschaft. Eine gemeinsame Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit der Zeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte, für die gleich Dietmar Lange ein Grußwort halten wird. Die Zeitschrift, in der Professor Raphael auch vor gut einem Jahr den Beitrag Arbeit im Kapitalismus veröffentlicht hat, den wir auch auf der Website mit verlinkt haben, der dort kostenlos zugänglich ist und den Bernd Hüttner hier auch nochmal in den Chat eingestellt hat. Die Veranstaltung ist so auf 1,5 bis 1,75 Stunden angelegt. Wie gesagt, gleich kommt das Grußwort des Mitveranstalters. Dann würde ich noch ein bisschen was inhaltlich und zur Person von Professor Raphael sagen. Ein Vortrag mit Präsentation etwa 45 Minuten und dann Anmerkungen und Nachfragen. Dann würde ich Sie und euch bitten, die jeweils im Chat anzuzeigen, den mein Kollege Bernd Hüttner, der bei uns den Gesprächskreis Geschichte leitet, beobachtet, also entweder mit Sternchen oder mit einem anderen Hinweis, dass man eine Wortmeldung abgibt, aber bitte über den Chat, weil dann doch bei der Zahl der Teilnehmenden das optisch sonst schlecht nachzuvollziehen ist. Bitte wäre auch, machen ja auch viele, wer immer mag, niemand ist gezwungen, aber freuen wir uns natürlich, wenn Sie und ihr die Kamera anhabt, weil es einfach für den Referenten das etwas leichter macht, wenn er zumindest ein paar Gesichter hinter Kamera sieht und nicht nur Kacheln. Aber es ist natürlich kein Muss. Und in jedem Fall die Bitte, den euch stumm zu schalten, es sei denn, ihr seid eben mit einem Beitrag dran. Wir zeichnen die Einführung und den Vortrag auf, die Diskussion anschließend natürlich nicht. Und würden dann gerne aber den Vortrag auch später online zugänglich machen. Da gab es auch schon ein paar Nachfragen. Aber die Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Das fürs Erste. Ich werde gleich noch ein bisschen, wie gesagt, was Inhaltliches sagen. Würde jetzt aber Dietmar Lange von der Redaktion Arbeit, Bewegung, Geschichte bitten als Mitveranstalter, dass du uns auch begrüßt. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und von der Zeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte, die früher ja bekannt wurde dem Titel Jahrbuch für Forschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Und wir haben uns 2016 umbenannt, auch weil wir nicht nur bemüht sind, Beiträge zur Geschichte der klassischen Arbeiterbewegung in ihren Organisationen zu bringen, sondern auch Debatten aus der Forschung, insbesondere angeregt durch die Global Labor History, aber auch etwa um so eine erneuerte Diskussion um den Klassenbegriff bei uns abzubilden. Da versuchen wir auch manchmal durchaus eigene Impulse zu setzen. Das tun wir insbesondere durch unsere Schwerpunkthefte, unter anderem etwa in den letzten Jahren zu Klasse und Geschlecht eins erschienen. Oder jetzt auch ganz aktuell eins zu Arbeit und Migration. Und vielleicht auch interessant für unseren heutigen Abend ist ein Schwerpunktheft aus dem letzten Jahr zu Arbeit und Literatur, wo es tatsächlich auch insbesondere um den Strukturwandel geht, betrachtet durch die Brille der Arbeiterliteratur. Und wie ich finde, da gibt es dann auch nochmal ganz spannende Einblicke in sich wandelnde Subjektivitäten in der Arbeitswelt. Und Florian Weiß hat das ja schon erwähnt, wir konnten letztes Jahr auch Lutz Raphael für einen Beitrag zur Arbeit im Kapitalismus bei uns gewinnen. Ein, wie ich finde, sehr gelungener und informierter Essay über neuere Debatten in der Forschung zum Begriff der Arbeit und zu theoretischen Herangehensweisen in der historischen Forschung. Genau, deswegen freuen wir uns ganz herzlich, Sie heute auch hier mit zu dieser Veranstaltung begrüßen zu können. Und ich wünsche auf jeden Fall einen erkenntnisreichen Abend und einen anregenden Austausch. Ja, vielen Dank, Dietmar. Und da du das schlecht kannst, ich aber nicht der Redaktion angehöre, darf ich die Werbung machen. Und also auch Personen, die Interesse haben könnten und noch kein Abo haben, das empfehlen mit 35 € im Jahr für 3 Hefte von 200 bis 250 Seiten jeweils von wirklich guter Substanz.
kann man das empfehlen. Das war aber das Ende des Werbeblocks. Ja, Professor Lutz Raphael, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Trier. Wir hatten schon gewissermaßen im Vorgespräch eben gesagt, Sie haben promoviert, ich glaube 1984 mit einer Arbeit über die Gewerkschaftsstrategien der kommunistischen Parteien in Frankreich und Italien, was sicherlich hier auch für einige interessant ist. Meinen Kollegen Thomas Sablowski habe ich zum Beispiel gesehen. Wir haben eine Reihe von Stationen gehabt in Paris, an verschiedenen Stellen in Großbritannien, also ich sage nochmal London School of Economics und auch Deutsches Historisches Institut in London. Und damit will ich darauf hinaus, dieser Drei-Länder-Vergleich, den Sie in Ihrem Buch Jenseits von Kohle und Stahl behandeln, also Frankreich, Deutschland, man muss in dem Fall dazu sagen, wirklich die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien, das ist quasi in Ihrer Person auch in forschungsseitig abgedeckt. Ich will nur noch einen weiteren Titel vielleicht nennen, der auch als Hintergrund ganz spannend ist. Ich glaube, das war 2018, Ordnungsmuster und Deutungskämpfe, Wissenspraktiken im Europa des 20. Jahrhunderts und eben den angesprochenen Beitrag in Arbeitbewegung Geschichte, zuletzt auch ein Beitrag in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte, deutsche Arbeitswelten zwischen globalen Problemlagen und nationalen Handlungsbezügen. Ich erwähne das deshalb, weil das ganze Thema auch Arbeit und Arbeitsgeschichte, Geschichte von Arbeit wieder als Gegenstand von Geschichtswissenschaft ein Thema ist, was wir vielleicht heute zumindest streifen werden. Ja, ich will gar nicht viel weiter sagen, sondern Ihnen die Gelegenheit geben, würde im Anschluss vielleicht auch meinerseits ein, zwei Punkte ansprechen. Vielleicht streifen wir auch den Punkt, oder Sie gehen sicherlich auch darauf nochmal darauf ein, warum die DDR oder dann Gesamtdeutschland 1990 bis 2000 in dem Buch nicht im Mittelpunkt steht. Aber alles Weitere würde ich Ihnen überlassen, eine Dreiviertelstunde. Und wie vereinbart, mache ich mich gegebenenfalls bemerkbar. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Weiß, für die freundliche Vorstellung. Dank an Sie alle, dass Sie Interesse haben, einen Vortrag zu folgen, der sich mit einem Thema beschäftigt, was zunächst einmal ja nun gar nicht aktuell ist. Denn was ich Ihnen zu berichten habe, spielte in den Jahrzehnten zwischen grob 1970 und 2000. Wenn ich vor Historikern geredet habe mit diesem Thema, als ich an dem Buch schrieb, was dann am Ende Jenseits von Kohle und Stahl heißt, dann habe ich immer flott behauptet, das sei aber eine Problemgeschichte der Gegenwart. Mal sehen, wie Sie das am Ende diskutieren werden, denn das werden Sie schnell merken, da fehlen ja schon wieder zwei Jahrzehnte. Ja, also 2000 bis 2020, ich erlebe das immer wieder auch in Diskussionen, da werde ich natürlich dann selbstverständlich in Haft genommen, das sei ich auch Experte. Und leider ist es ja so, dass wir eine wissenschaftliche Arbeitsteilung haben, die nicht immer erkenntnisfördernd ist zwischen Sozialgeschichte und Soziologie, aus guten wie aus schlechten Gründen. Die Soziologie, die nun vielfach schon genug zu tun hat, Gegenwart zu verstehen im Lichte einer auf uns zukommenden Zukunft. Und wir Historiker, die wir eben die Problemgeschichte unserer Gegenwart aus den Spuren der Vergangenheit versuchen zu rekonstruieren. Wir sind aber aufeinander bezogen und vieles von dem, was ich Ihnen gleich berichte, beruht darauf, dass ich mich nicht gescheucht habe, sozialwissenschaftliche Forschung nochmal sehr genau zu lesen, auch in die Archive der Sozialforschung zu gehen. Und ich war damals, als ich an diesem Buch gearbeitet habe, sehr dankbar, dass zum Beispiel dass Sophie in Göttingen mir die Türe ihres Archivs ganz unproblematisch geöffnet hat, obwohl das Archiv erst im Aufbau ist. Das waren alles wichtige Voraussetzungen, um an entsprechende Materialien und, wie wir immer so schön sagen, Daten zu kommen, die nämlich für den Normalhistoriker alles andere als selbstverständlich zugänglich sind, wenn man eine Geschichte schreiben will, die sich vor allen Dingen mit Arbeit und in einer Perspektive, wie das so ein bisschen vollmundig heißt, von unten beschäftigt. Ich will Ihnen das, was ich in dem Buch entwickelt habe, in
einer Art Kurzpräsentation vor Augen führen, damit wir dann in die Diskussion über die sich daraus ergebenden Einsichten und Thesen kommen können. Und werde das so machen, dass ich im Hintergrund, Sie schauen gleich, ich teile jetzt gleich meinen Bildschirm auf eine PowerPoint-Präsentation blicken können, die Ihnen dann hoffentlich es erleichtert, meinem Vortrag zu folgen. Eine Sozialgeschichte der Arbeit und eine Transformationsgeschichte der Industriegesellschaft zu schreiben, schien mir vor gut 12 Jahren absolut notwendig, wenn man als Zeithistoriker die Besonderheiten der Veränderungen im westlichen Europa seit dem Ende des großen, langen Nachkriegsbooms verstehen möchte. Arbeitsgeschichte und die Veränderung der Industriestrukturen wegzulassen, wie das leider bei einer sehr stark kulturhistorisch ausgerichteten und klassisch natürlich politikgeschichtlich orientierten Zeitgeschichte aktuell viel zu häufig der Fall ist, schien mir nicht angemessen, um gewissermaßen die grundlegenden Veränderungen in Westeuropa, aber darüber hinaus natürlich vor allen Dingen in den westlichen Industriegesellschaften zu verstehen. Es schien mir auch notwendig, dafür eine dezidiert europäische Perspektive einzunehmen. Und da ich, wie auch schon Herr Weiß deutlich gemacht hat, einfach die Möglichkeit hatte, direkte Erfahrungen aus der Beschäftigung mit der französischen wie britischen Geschichte einzubringen, habe ich mich für einen klassischen Dreiländervergleich entschieden. Das bedeutet aber auch, dass man nicht mit derselben Sorgfalt auf die enorm beschleunigten Transformationen der postsozialistischen Länder nach 1990 schauen konnte und erst recht nicht die Veränderungen, die in der früheren DDR sich dann vollzogen, auch noch in diesen sozusagen als Nachklapp in dieses Arrangement hätte hineinbringen können. Dazu sind, glaube ich, die Veränderungen in ihrer Spezifik viel zu ernst zu nehmen und auch in einem breiteren Kontext zu sehen. Zu Hilfe kam mir dann, als auch mitten in meiner Arbeit, eine, wie ich finde, sehr fundierte und sehr interessante Arbeit, die nämlich von Kollegen Theer über die Transformationen Ost-Mitteleuropas inklusive eben der DDR-Gesellschaft nach 1990 und der Industriestrukturen vorgelegt worden ist, die sich auch, und das war das Interessante an Theers Buch, ja eben auch mit den Rückwirkungen auf etwa die Bundesrepublik beschäftigt hat. Bundesrepublik jetzt immer im Folgenden in der Regel gemeint, die alte Bundesrepublik. Wenn ich hin und wieder einen Schlenker mache, auch auf die Entwicklungen in den sogenannten neuen Bundesländern nach 1990, dann werde ich das entsprechend deutlich machen. Ich werde Sie im Folgenden einladen, mit mir gewissermaßen in 6 Schritten durch diese Thematik zu gehen und dabei einmal wenigstens die Perspektiven zu wechseln. Die erste Perspektive, die ich Ihnen jetzt in den ersten Schritten vorfüge, ist die klassische Vogelperspektive. Der Blick auf 3 unterschiedliche nationale Arbeitsordnungen und Industriekapitalismen, die zwischen 1970 und 2000 erheblich verändert wurden und im Ergebnis etwa im britischen Fall dazu führten, dass sie im Jahr 2000 von Großbritannien nicht mehr von einer Industriegesellschaft sprechen können. Das macht einfach keinen Sinn mehr im Jahre 2000. Im Jahre 1970 Selbstverständlichkeit. Für Frankreich und die Bundesrepublik würde ich eine etwas andere Perspektive, Sie werden das gleich sehen, einnehmen. Aber das zeigt schon, dass es wichtig ist, auch auf der Makroebene diese Spezifika nationaler Entwicklungspfade im Blick zu haben. Deshalb werde ich zunächst auf die politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen kurz eingehen, dann die politisch- und gewerkschaftlichen Konfliktfelder der 70er, 80er und 90er Jahre in einem Überblick behandeln, aus der Perspektive Transformation industrieller Arbeit. Dann vor allen Dingen aber auch ein Blick auf die zeitgenössischen Wahrnehmungen dieses
Umbruchs in den drei Gesellschaften kurz werfen, bevor ich dann die Veränderungen von Sozialleistungen und Sozialstaatlichkeit in Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik in den Blick nehme. Ich schließe diese sozusagen Vogelperspektive mit einem Blick auf etwas, was mir besonders wichtig schien, weil es sehr gerne bei der Betrachtung von Industriearbeit und Arbeitsbeziehungen vergessen wird, nämlich die Umgestaltung beruflicher, aber auch generell allgemeiner Bildung in diesem Zeitraum. Vor dem Hintergrund nämlich der rasanten technologischen Entwicklungen, die ja durchaus uns berechtigen von einer dritten technologischen Revolution im Zeichen des Siegeszuges der Computertechnologie zu sprechen. Und dann werde ich am Schluss in der dann erforderlichen Kürze sozusagen näher ranzoomen, in zwei Nahaufnahmen versuchen, genauer Ihnen vorzustellen, was dies eigentlich für die konkrete Ausgestaltung betrieblicher Arbeitswelten und Sozialordnungen zur Folge hatte und für die konkreten Sozialräume derer, die in der Industrie lebten oder im Umfeld von industrieller Produktion wohnten. Sie sehen, das ist etwas, eine Menge, wie man altmodisch sagen würde, Holz. Gehen wir also beherzt ans Werk. Fangen wir mit dem an, was meines Erachtens für eine sozialhistorische Betrachtung einfach notwendig ist, nämlich ein kurzer Ausflug in die politische Ökonomie dessen, was man zeitgenössisch und heute ja auch noch Deindustrialisierung Westeuropas genannt hat. Um Ihnen das nur wenigstens kurz in Erinnerung zu rufen, welche Ausmaße die Veränderungen und vor allen Dingen der Wegfall von Arbeitsplätzen, vor allen Dingen in der Industrie, in diesem Zeitraum hatte, werde ich Sie jetzt kurz mit einigen Zahlen belästigen. Zwischen 1972 und 1982, ich habe dann immer so 10-Jahresblöcke gemacht in allen drei Ländern, um das mal zu vergleichen. Und deshalb, also der erste Block sind dann gewissermaßen die 70er Jahre mit den beiden Wirtschaftskrisen 73, 74, 79, 80, 82. Also diese ersten 10 Jahre sahen in Großbritannien 1,89 Millionen Industriearbeitsplätze verschwinden. Das waren, und das ist ja eigentlich interessant, 24% der Arbeitsplätze, die 1972 vorhanden waren. Dieser Rhythmus des Abbaus von Industriearbeit verlief dann in den nächsten 10 Jahren in Großbritannien, also den klassischen Thatcher-Jahren, 82 rüberlaufend in die Mayer-Ära 92, eigentlich mehr oder weniger ungebremst weiter. Wiederum verschwand ein Viertel industrieller Arbeitsplätze vom Jahr 82 gerechnet. Und erst in den folgenden 10 Jahren, also rüberlaufend in das neue Jahrtausend, verlangsamte sich dann diese durchschlagende Deindustrialisierung Großbritanniens. In der Bundesrepublik sind diese wiederum Zeitblöcke auch von kontinuierlichen Abbau industrieller Arbeitsplätze gekennzeichnet, aber die Anteile, also die Prozent in Prozentzahlen ausgedrückt, und nur das ist meines Erachtens hier sprechend für den Vergleich, sind dies deutlich weniger. Im ersten Jahrzehnt gingen 13,5% von industriellen Arbeitsplätzen, das waren immerhin über 1,2 Millionen verloren, in den 80er Jahren, 82, 92, 11% und dann in 92 bis 2002 10%. Wohlgemerkt, vergessen Sie jetzt nicht, ich rede jetzt von der alten Bundesrepublik. Und hier sehen Sie, warum ich da nicht einfach die DDR-Zahlen reingerechnet habe. Das würde diesen ganzen Vergleich natürlich in die Irre führen. Ja? Das ist auch noch kompliziert, Klammer zu, können wir nachher darüber diskutieren. Aber das muss man natürlich im Kopf haben. Das war zum Beispiel ein wichtiger Grund, weil man sonst wirklich den klassischen Fehler macht, der eigentlich nur für Schnapsbrenner erlaubt ist, nämlich Äpfel und Birnen verwechseln. So, und Frankreich liegt, das will ich Ihnen jetzt gar nicht noch weiter auch noch mal in extenso vorführen, etwa dazwischen.
zwischen dem britischen und dem deutschen Fall, aber deutlich näher an dem deutschen Fall. Das ist nicht ganz unwichtig, um zu sehen, welche Durchschlagskraft Deindustrialisierung für die Beschäftigungskrisen natürlich in den drei Ländern hatte und auch die Geschwindigkeit der gesellschaftlichen Folgeprobleme und Folgeveränderungen. Wichtig ist aber, dass man diesen Blick auf Deindustrialisierung, der schon natürlich bei den Zeitgenossen ganz klar da war, dass man diesen Blick nicht einseitig auf die klassischen Branchen sozusagen richtet, in denen einfach Arbeitsplätze und sonst nichts vernichtet wurden und verschwanden. Denken Sie etwa an die klassischen Branchen in Norddeutschland und an den Küstenstandpunkten, Standorten, was die hafengestützten Werftindustrien angeht, die ganz andere Form der Umschlagsplätze, logistischen Plätze in den Häfen. Dazu kommen dann die klassischen Industriearbeitsplätze im Bergbau und in der Stahlindustrie. Und denken Sie auch nicht nur an die massiven Verluste, etwa vor allen Dingen von Arbeitsplätzen für Industriearbeiterinnen in der Textilbranche Europas in diesem Zeitraum, sondern denken Sie auch an die Neustrukturierung von Industriearbeit in weiterhin in der Wertschöpfung dieser Länder ganz zentralen Industriesektoren wie etwa der Automobilindustrie, der Chemieindustrie oder mit Blick gerade auf die alte Bundesrepublik etwa den Maschinenbau. Denn parallel zu dieser Deindustrialisierung, Werksschließungen, Verschwinden ganzer Branchen, vollzog sich ein Schub der technologischen Weiterentwicklung, der Rationalisierungen und der Produktivitätssteigerungen in der westeuropäischen Industrielandschaft. Wichtig ist natürlich, dass diese Deindustrialisierung, und das hat dann teilweise zu absurden Vorstellungen auch in der zeitgenössischen Soziologie geführt, gewissermaßen zu so einer Art Weltphänomen erklärt wurde. Manche Leute glauben ja, die Welt bestünde aus der USA und Westeuropa. Und da gab es damals natürlich immer noch einen Blick über angesichts des Kalten Krieges in die sozialistische Industriewelt. Faktisch ist dieser Zeitraum natürlich in einer globalhistorischen Perspektive ein Schub der Industrialisierung. Bitte nicht vergessen, darüber rede ich jetzt aber nicht. Denn die Neuverteilung industrieller Produktionsstandorte in der Welt, das ist eigentlich die dahinterliegende natürlich wichtige Dimension der politökonomischen Veränderungen. Und zeitgenössisch war das klar. Plötzlich gucken alle nach Japan. Und das liegt nicht nur daran, dass da natürlich die ganzen elektronischen Unterhaltungsgeräte billiger herkam, sondern dass es einen neuen sozusagen Wunderunternehmen gab. Ich komme darauf zurück, das hieß Toyota. Da wurden nämlich bestimmte Arbeitsorganisationen in Verbindung mit technologischen Entwicklungen plötzlich auch für die selbstgewissen europäischen und amerikanischen Automobilbauer interessant. Ja? Und plötzlich konnte man aus Japan versuchen. Das hat nicht immer geklappt. Ja? War doch schwieriger, als man dachte, weil Japanisch ist wirklich nicht nur eine schwere Sprache, sondern auch eine komplexe Kultur. Das soll genügen zum Stichwort. Da werden Ihnen selber viele auch Vorstellungen sozusagen bei Ihnen geweckt worden sein zur Neuverteilung industrieller Produktionsstandorte. Das ist wichtig, weil nämlich die westeuropäische, also die Industriestandorte, die Unternehmen, die in Westeuropa diese Umstrukturierung, diese Umwälzung überlebten und erfolgreich waren, sich ganz anders in einem internationalisierten Markt für Industrieprodukte platzierten seitdem. Wer das sozusagen mit einer gewissen Fernwirkung beobachten wollte, konnte dies geradezu mustergültig 2008, 2009 nach und in der großen Finanzweltwirtschaftskrise beobachten. Denn die neuen Vernetzungen etwa der europäischen und vor allen Dingen aber auch der bundesrepublikanischen Industrieunternehmen in einer globalisierten Industriewelt sind da sehr deutlich geworden.
Zwei Punkte gehören aber auch noch zu dieser Politökonomie und die seien hier jetzt ganz knapp nur benannt und sind sicherlich Gegenstand auch der Diskussion später. Parallel zu diesen Veränderungen, die man gewissermaßen aus der Binnenperspektive sowohl von Unternehmen als auch von Branchen und von Produktionsabläufen in der Industrie sich anschauen könnte, vollzog sich auch ein Rollenwechsel des Staates. Grob und vereinfachend formuliert, zog sich in diesen drei Ländern, die ich untersucht habe, die öffentliche Hand, vor allen Dingen natürlich aber die Regierung, also auf der nationalen Ebene, aus einer direkten Intervention in das Wirtschaftsgeschehen zurück. Sie dürfen nicht vergessen, dass sowohl Großbritannien als auch Frankreich einen viel höheren Anteil von nationalisierten Unternehmen kannten, dass natürlich alle drei Länder in verschiedensten Formaten staatliche Subventionen und Investitionen in den verschiedensten sozusagen Etikettierungen und in den verschiedensten Verstecken der Haushalte kannten, mit denen Industrie, Technologie gezielt gefördert wurde und dies häufig auch noch, der dritte Aspekt, in einer Perspektive entweder direkt keynesianischer, in Frankreich etwa in bestimmten Punkten geradezu dezidiert keynesianischer, dann auch links-keynesianischer Art und Weise, um nicht nur entsprechende Technologien anzustoßen, sondern auch gleichzeitig noch durch Nachfragesteuerung zu einem möglichst glatten, also entsprechend krisenfreien Wachstum beizutragen. All diese Dinge kosteten Geld und zeigten angesichts wachsender Staatsverschuldungen und einer wachsenden Kritik an diesem Keynesianismus negative Folgen, von denen sich die Regierung entweder zögerlich ein wenig verhalten, wie in den bundesrepublikanischen Kabinetten bis in die 2000er Jahre zurückzogen oder aber ganz dezidiert programmatisch, wie etwa in Großbritannien nach 1979 Frau Thatcher. Das Ergebnis ist unterschiedlich, aber läuft auf dasselbe hinaus. Die Rolle des Staates, beschrieben im Jahre 2000, ist in diesen drei Ländern und in fast allen anderen europäischen Ländern eine deutlich andere geworden. Der letzte Punkt: Diese ganzen Veränderungen vollzogen sich vor dem Hintergrund, oder besser gesagt, vor dem Hintergrund dieser beschriebenen Veränderung vollzog sich auch mit einer zeitlichen Verzögerung der Aufstieg dessen, was man Finanzmarktkapitalismus nennt. Also die Entfaltung von über international transferierbare Kapitalien verfügende Finanzplätze, an denen dann auch Unternehmen, und zwar große Unternehmen, Gegenstände der Kapitaloptimierung, der Steigerung von entsprechenden Renditen wurden und damit also auch Spekulationsobjekte und in denen ganz deutlich auch die bei diesem Finanzmarktkapitalismus die Rolle des Managements von vor allen Dingen Industrieunternehmen zu einer Neuorientierung gezwungen wurde, in dem Sinne, dass die entsprechenden Kapitalprofite eindeutig Vorrang vor etwa langfristigen Investitionsentscheidungen, die sich etwa an der Durchsetzung entsprechender Produkte oder Standortsicherungen orientierte, ausgerichtet wurden. Das Ganze wurde begleitet vom Aufstieg bestimmter Standards, die durch vor allen Dingen die Branche der Unternehmensberatung und Unternehmensbewertung international durchgesetzt wurden. Darüber kann man noch vieles reden. Das wäre ein eigenes Thema. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nur im Hintergrund als einen wichtigen Punkt nennen, weil es natürlich in diesen drei Ländern zu unterschiedlichen Wirkungen führte. Es ist nun nicht so, dass die Geschichte des internationalen Finanzmarktkapitalismus eine schlicht internationale Geschichte ist, sondern sie zeigt eindeutig nationale Spezifika. Ich zeige Ihnen ein
ja, das ist ja eine Ikone geworden. Wir kennen das wahrscheinlich alle. Und ich bin nicht der Einzige. Das ist eine Aufnahme, die am Rande des Mannesmann-Prozesses 2004 aufgenommen ist. Und einer der meistgeliebten Banker Deutschlands, nämlich Josef Ackermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, und Klaus Esser, Vorstandsvorsitzender von Mannesmann, geben sich wechselseitig das Siegeszeichen. Sie waren nämlich freigesprochen worden von der Anklage, ja, unregelmäßiger sozusagen Bonuszahlung bei der feindlichen Übernahme des großen ehrwürdigen Industriekonzerns Mannesmann durch das britische Mobilfunkunternehmen Vodafone. Die Älteren unter uns können sich daran erinnern. Das war eben ein Siegeszug finanzkapitalistischer sozusagen Optimierungsstrategien in den 2000er Jahren. Und das sind jene Jahre, in denen in Deutschland einsetzend 1995 der so festgefügte, institutionell mit Liebe immer wieder beschriebene rheinische Kapitalismus mit seinen engen Verflechtungen zwischen industriellen Großunternehmen, den Banken wie eben den hier durch Herrn Ackermann vertretenen Deutschen Bank und anderen Finanzinstituten schlicht und ergreifend sich auflöste bzw. unter Auflösungszwang geriet. Damit will ich Sie aber jetzt nicht weiter quälen, aber diese politökonomischen Kontexte sind wichtig, um die folgenden Details zu verstehen. Damit komme ich zur Wahrnehmung der Zeitgenossen auf das, was da eigentlich um sie herum passierte. Nun ist es keineswegs so, dass in diesen drei Gesellschaften gewissermaßen es nur eine Sicht dieser Dinge gab. Und die Welt der Meinungen in der Öffentlichkeit war natürlich vielfältig, denn wir haben es mit demokratischen und sich vor allen Dingen auch noch demokratisierenden Gesellschaften, vergessen Sie nicht, die 70er Jahre sind die Jahre nach 68, ja, in denen also gerade eine kritische Demokratisierung und Liberalisierung in diesen Ländern noch erstmal an Breite gewann. Insofern gab es keinen Konsens über das, was da passiert, aber es gibt eine interessante, in dieser Kakophonie der Meinungen, eine interessante Tendenz. Ob Sie nun die Experten aus den Sozialwissenschaften oder die Meinungsführer in den Feuilletons und in den Kommentaren der Wirtschaftsseiten lesen, die Schlagworte der Zeit waren Worte wie Informationsgesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Krise der Arbeitsgesellschaft, Heraufkunft der Wissensgesellschaft, natürlich die Informationsgesellschaft, kurz eine Menge, ja, Prophetie. Ja, ein bisschen Anschauung, immer aber eine klare Überzeugung, dass die Zukunft, ja, dieser Gesellschaften in Westeuropa, in jeweils nationaler sozusagen Ausprägung formuliert, auf jeden Fall weg von ihren alten industriellen Kernen zu suchen sei. Maggie Thatcher hat das in der ihr eigenen Schroffheit und Klarheit formuliert. Sie sprach an bestimmten Punkten angesprochen auf die Probleme etwa der Stahlindustrie und des Bergbaus in Großbritannien, die nun keineswegs irgendwie verschottungsreife Anlagen nur hatten, sondern teilweise hochmoderne, gerade erst mit viel Geld umgebaute Fabriken aufweisen konnten, schlicht von Old Industries. Das war's dann. Ja, wer Zukunft suchte, suchte deshalb auch neue Begriffe. Und interessant ist, dass sich auch die gesellschaftskritische Begleitberichterstattung, die sich etwa in der Soziologie oder in der Ökonomie natürlich äußerte, von dieser Verschiebung der Wahrnehmung betroffen war. Zum Beispiel verschob sich die anwaltliche, wie ich das nenne, Sozialkritik immer mehr zu ganz neuen Subjekten. Und es gab natürlich jede Menge Subjekte in der Gesellschaft, Gruppen, Individuen, die dieser anwaltlichen Sozialkritik bedurften. Denken Sie an Arbeitsmigranten, denken Sie an die noch längst nicht eingelösten Versprechungen etwa der Gleichstellung für Frauen, denken Sie an die Situation von Asylbewerbern, die in die Länder kamen, die Schübe, die es darüber gab und vor allen Dingen, die sich auf dann auch die Wallungen von rassistischer Gegenwehr, also Grund genug gab es. Nur es ist eine Verschiebung, die interessant ist, weil je länger dieser Prozess der Deindustrialisierung lief, desto mehr gewöhnten sich die drei Gesellschaften daran
Und es setzte, das ist vor allen Dingen in Großbritannien und in Frankreich, ich finde, in viel gemäßigterer Form in der Bundesrepublik zu beobachten, auch eine typische Kulturkritik ein, an der sich dann auch ein Teil der linken Sozialkritik beteiligte, nämlich, dass man diese Arbeiterschaft aus den industriellen Fällen, männlich wie weiblich, doch ein wenig kleinbürgerlich fand. Das war ein Vorwurf, der war vorher schon bekannt. Ja? Nur enttäuschte Linke, der aus den universitären Zusammenhängen entdeckten dann spätestens in den 80er Jahren ihre Enttäuschungen über Dinge, die nicht eingetreten waren. Und die Zuschreibung war einfach, die Leute, die da auf die man gesetzt hatte, die waren inzwischen vielfach arbeitslos geworden und waren ja eigentlich doch nicht so interessant gewesen. Das ist ein ganz subtiler Prozess, ich könnte das in der Diskussion nachher noch nachzeichnen. Vor allen Dingen, wenn man sich das in Großbritannien und Frankreich anschaut, ist man teilweise entsetzt. Um es etwas und niemand zu nahe zu treten, weil ich finde, wir haben alle unsere unterschiedlichen politischen Sozialisationen und da sollte sich keiner verstecken. Aber wenn man in Frankreich sich das anschaute, konnte man das sehr schön bei den Maoisten beobachten. Um Ihnen das nur mal ein bisschen plakativ zu zeigen. Ja, aus Maoisten wurden Nouveau-Philosophes und die hatten dann schon eindeutige Gegner. Ja. Das ist so eine Neuorientierung linker Sozialpolitik, die man mitdenken muss, weil sie einige Probleme generiert, auf die ich gleich noch zurückkomme, die ich aber jetzt hier erst einmal mit einem schlichten Wort umschreiben will, nämlich dem Unsichtbarwerden von Arbeitern und Industriearbeiterschaft, männlich wie weiblich. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Das hat der französische Soziologe Pialoux beschrieben, als er mal seine Studierenden fragte, denn die sollten mal schätzen, wie viel Ouvrier es denn in Frankreich noch gäbe. Das ist ja Anfang der 2000er Jahre passiert. Da haben die Leute sich so ganz vorsichtig rangetastet, ja, so ganz vorsichtig, so irgendwie in die Hunderttausende rein. Zu dem Zeitpunkt gab es natürlich Millionen, ja, von Ouvrier, selbstverständlich, aber die waren unsichtbar geworden, ja. Für die jungen Leute war das eine Kategorie, von der man wusste, okay, das hat was mit Großvater zu tun. Aber heute? Nee. Das zeigt Ihnen, das soll Ihnen deutlich machen, was da in diesen drei Gesellschaften passierte. Denn der Weg war unklar, aber irgendwo hieß das dann Dienstleistungsgesellschaft. Nicht unwichtig ist, dass wir ja in der Zeit eintrainiert worden sind in die Dreifelderwirtschaft, wie ich das nenne. Sie wissen ja alle, dass wir, ja, wenn man uns nach unseren Beschäftigungen sozusagen sortiert, in drei Kategorien eingeteilt werden können. Ackersmann, also Primärtätigkeiten, da könnten Sie auch als Bergmann einsteigen. Ich glaube, von denen, die zuhören, werden die wenigsten sich da einsortieren. Ja. Dann das Gewerbe, die verarbeitende Industrie, zweite Sektor. Ja, und wer jetzt noch keinen Platz gefunden hat, der steigt bitte in den dritten Sektor ein. Ja, diese dritte Klasse war eben Dienstleistung. Und Sie wissen, das ist ein Modell, was weltweit zur Beschreibung von Gesellschaften inzwischen sich durchgesetzt hat. Ob das irgendwie Sinn macht, ist dabei natürlich diskutiert worden, aber weder die Beulen am Erklärungsgehalt von Clark und Fourastier sind ernsthaft weiter diskutiert worden, noch hat es die Ökonomen daran gehindert, diese schöne Statistik dann auch durchzusetzen, sodass wir das heute selbstverständlich tun. Um Ihnen auch die alterskulturellen Weiterungen dieser Dinge vor Augen zu führen, möchte ich Ihnen dieses Filmplakat kurz mal vorstellen. Ich hoffe, dass der eine oder andere diesen wunderschönen Film gesehen hat. Der ist zwar nun auch schon fast 21 Jahre alt, der ist nämlich 2000 in die Kinos gekommen, Billy Elliot, war aber ein faszinierender Film, der eben in der Zeit des großen britischen Bergarbeiterstreiks 1984-85 spielte und der das Schicksal eines eben dieses jungen Billy Elliot schilderte, der in einer Bergarbeiterfamilie natürlich mitten im Streik aufwächst und dessen Vater die Idee hat, dass sein Sohn Billy ja vielleicht Boxer werden könnte. Der will aber Balletttänzer werden. Ja?
Das entsprach in Habitus, in Körperlichkeiten und ganz und gar nicht in Vorstellungen industrieller Männlichkeit und von Bergarbeitern wie seinem Vater. Aber der Vater entscheidet sich dafür, ihn zu unterstützen, und die Geschichte geht natürlich gut aus. Denn Billy trainiert gut, er kann hart diese körperliche Arbeit machen, aber er wendet sie an, um sich zu einem talentierten Bewerber für eben die Royal Ballet School in London zu werden, und er hat Erfolg. Ein wunderbares Märchen über die Häutung, die eine britische Arbeiterklasse unter den Bedingungen der Deindustrialisierung zu vollziehen hatte. In meinem Buch beschäftige ich mich dann auch mit den Protestbewegungen, die natürlich diese Transformation zur Folge hatte. Die Vorstellung, dass diese drei Gesellschaften und vor allen Dingen die unmittelbar betroffenen Industriearbeiter, ihre Gewerkschaftler, das alles so hätten mit sich machen lassen, ist natürlich falsch. Insofern erinnern Sie diese beiden Bilder an typische, aber gleichzeitig auch emblematische Situationen von großen politisierten gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, von Streiks, die ganz unterschiedliche Folgen hatten. Eine der, und da bin ich sehr altmodisch und man hat mich schon belächelt dafür, der große politische Streik um die Einführung der 35-Stunden-Woche ist in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, einer der wenigen aus diesem defensiven Situation geführten Streiks, die aber richtungsweisende strukturelle Veränderungen anstießen. Denn auch wenn es ging, man hat das vergessen, Ausgangspunkt war das Veto der Unternehmensverbände, die 40-Stunden-Woche zu kippen. Am Ende, nach dem zweiten Anlauf, war die 40-Stunden-Woche gekippt. Natürlich war das nicht sofort die 35-Stunden-Woche, aber der Einstieg war gewonnen. Und wenn man dann die längere Entwicklung sieht, dann ist dieser Streik für die Gestaltung von industrieller Arbeit ein ganz wichtiger Streik gewesen. Denn die Tür wurde verschlossen, einfach Produktivität auf der Basis von sozusagen langen Arbeitszeiten weiter sichern zu können. Vergleichen Sie nur einmal die europäischen Arbeitszeiten mit den amerikanischen, mit den US-amerikanischen, muss ich genauer sagen. Die Dinge gehen wieder seit dieser Zeit auch auseinander. Und das andere Bild zeigt Ihnen auch die Grenzen politischer Protestbewegung. Es ist eine Aufnahme, die ist auch eine Ikone. Das sind die Müllberge am Leicester Square in London im Winter of Discontent 1979, das 78, 79. Das war die Steilvorlage für die Wahl von Thatcher. Weil diese Streiks, die vor allen Dingen dann auch im öffentlichen Dienst, hier ist eben Müllberge, sehr erfolgreich waren, aber nicht koordiniert, vor dem Hintergrund der noch immer hochlaufenden Inflation, hatten keine sozusagen politische sozusagen Zielsetzung, was damals schon jemand wie Eric Hobsbawm sehr kritisch anmerkte. Und sie führten aber dazu, dass am Ende außer relativ flüchtigen Lohngewinnen nicht viel übrig blieb und die britische Ära von sozusagen defensiv, aber sehr militant geführten Streiks schneller als erwartet dann innerhalb von 2 Jahren zu Ende ging. Das mag an dieser Stelle sehr holzschnittartig genügen. Ich möchte nämlich dritten Schritt auch wieder aus der Makroperspektive, der Vogelperspektive, Sie aufmerksam machen auf das, was natürlich bis heute Westeuropa beschäftigt und mit dieser Phase zusammenhängt, nämlich dem raschen Eintritt aller drei Länder, die zu dem Zeitpunkt Anfang der 70er Jahre gerade den Status erreicht hatten, dass man sie als Wohlfahrtsstaaten oder ausgebaute Sozialstaaten bezeichnen konnte, aufgrund eines ganzen Reformschubs in diesen Jahren. Das reicht also auch noch in die Jahre nach der ersten Ölkrise 73, 74 hinein. Also, dass diese Länder sehr rasch in eine Krise
der Wohlfahrtsstaatlichkeit hineinrutschten und vor allen Dingen, dass dabei das, was ich in Erweiterung des Konzepts von Marshall, der das als Industriebürgerschaft bezeichnet hat, eine Sozialbürgerschaft bezeichnen möchte. Nämlich die Tatsache, dass in den allen drei Ländern mit Arbeit und dem Arbeitsvertrag eng verkoppelt eine ganze Latte, eine Liste von nicht revidierbaren Sozialrechten verbunden war. Denken Sie an die entsprechenden Altersrenten, die Krankenversicherung, Invalidität, also die klassischen Versicherungsleistungen. Denken Sie aber auch an tarifliche Leistungen. Denken Sie etwa auch bitte an Mitbestimmungsrechte. Also dieses Paket kann man in unterschiedlicher Breite als den Kern von Sozialbürgerschaft bezeichnen. Dies ist auch von einer entsprechenden Kommission von Arbeitsrechtern in der Europäischen Union so formuliert worden. Und diesen Begriff habe ich für mein eigenes Buch übernommen. Was nun auffällt, ist in ganz unterschiedlicher Form und dann auch wiederum in national sehr unterschiedlicher Stärke sind diese lohnbasierten Sozialrechte abgebaut worden. In der Bundesrepublik war klassisch die Debatte, die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Und dann wurde verhandelt. Und dann wurde unterschiedlich verhandelt. Und die Geschichte des Abbaus, des Umbaus, des Sozialstaates wäre ein Thema für sich. Ich verweise eher hier pauschal drauf. Das ist aber eine wichtige Dimension, dass die vor allen Dingen an die Beschäftigung gekoppelten Sozialrechte abgebaut wurden. Das kann unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden. In Großbritannien zum Beispiel ist das mit einem massiven Schub des Abbaus jeder Art von kollektiven Rechten einhergegangen. Im Ergebnis war das so durchschlagend, dass in den 1990er Jahren bei entsprechenden Befragungen das Ergebnis war, dass nur noch eine Minderheit der Industriebeschäftigten, und ich rede jetzt nicht von den notorisch geringer, schlechter organisierten privaten Dienstleistungssektoren, sondern der Industriebeschäftigten, eine Minderheit überhaupt einen kollektiven Tarifvertrag hatte. Diese Situationen also einer ganz starken Individualisierung und im zweiten Schub auch in Großbritannien und Frankreich der Flexibilisierung entsprechender sozusagen Leistungen und Erwerbs von Beschäftigten ist etwas, was für diese Phase der Krise der Sozialbürgerschaft typisch ist. Interessant ist, und da sieht man wiederum, wie stark nationale Traditionen eine Rolle spielen. Die Krise der Sozialbürgerschaft muss natürlich auch diskutiert werden und gesehen werden im Zusammenhang mit der Krise der gewerkschaftlichen Vertretungen in der industriellen Arbeitswelt. Aber hier ist es zum Beispiel vollkommen falsch, die drei Länder etwa über, wie man so schön sagt, einen Kamm zu scheren. Denn die Entwicklungen waren sehr unterschiedlich. Wesentlich ist auch, dass dort, wo entsprechende rechtliche Verankerungen, etwa über das Mitbestimmungsgesetz in der Bundesrepublik, gewissermaßen Sperrzonen errichtet wurden gegen den Abbau, diese Abbau der kollektiven Partizipationsrechte auch deutlich geringer ausfiel, zumal der Gesetzgeber, und das ist in Frankreich ganz ähnlich gewesen, in der Bundesrepublik wie in Frankreich kein Interesse ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr hatte, diese Rechte weiter zu beschneiden, also die Interessen der Unternehmerschaft und eines neoliberalen sozusagen Ratgeberstabes aus der Wirtschaftspresse weiter zu verfolgen. In Großbritannien sieht das vollkommen anders aus. Im Ergebnis ist es aber für alle drei Länder typisch, dass um das Jahr 2000, und ich glaube, das kann man dann ganz vorsichtig auch bis zur Gegenwart fortsetzen, drei ganz unterschiedliche Welten von Sozialbürgerschaft übrig geblieben sind.
die gewissermaßen zu ganz unterschiedlichen Rechtsverhältnissen, materiellen Ansprüchen, Absicherungschancen geführt haben. Auf der einen Seite relativ gesicherte Sozialbürgerschaft, vor allen Dingen für Beschäftigte von Großunternehmen und in den verschiedensten Teilen der öffentlichen Dienste. Ich sage hier plural, weil die rechtlichen Konstruktionen ja in den drei Ländern, aber auch noch jeweils in den Ländern und zwischen Ländern unterschiedlich sind. Aber die öffentlichen Dienste und Großunternehmen haben in der Regel diese Sozialbürgerschaft für ihre Beschäftigten akzeptiert und weitergeführt. Der zweite Bereich, in welchem Umfang das dann jetzt für Beschäftigte in diesen drei Ländern gilt, ist eine Frage wirklich der genauen statistischen Erhebung. Der zweite Bereich, die zweite Welt, ist die nur noch in Teilen und nicht mehr im vollen Programm sozial abgesicherte Beschäftigungswelt der Klein- und Mittelbetriebe, vor allen Dingen in der Industrie. Diese kleineren und mittleren Betriebe in der Industrie haben in der Regel nicht einen, und da komme ich zur dritten Welt, vollen Sozialabbau betrieben, wenn es um ihre sozusagen sogenannten Kernbelegschaften, also die Festbeschäftigten, ging, während neu entstehende Dienstleistungen, vor allen Dingen nach den 1980er Jahren, vor allen Dingen dann in kleineren Unternehmenseinheiten, häufig ohne sozialbürgerschaftliche Rechte für ihre Beschäftigten und vielfach sogar prekär oder Teilzeitbeschäftigten auskommen. Das heißt, wir haben seitdem mit entsprechenden Entwicklungen auch von ganz unterschiedlichen Anwartschaften von Menschen auf Altersrenten zu tun. Wir haben ganz unterschiedliche Absicherungen gegenüber Krankheitsrisiken und so weiter und so fort. Also das ist ganz wesentlich, das meine ich mit Krise. Vielfach wird in der Diskussion diese Aufsplitterung vernachlässigt. Meine vierte Station betrifft einen Bereich, der meines Erachtens zum Verständnis dessen, was an Umbauten und Veränderungen in der industriellen Arbeitswelt Westeuropas passierte, ganz zentral tangiert, aber gerne vergessen wird, nämlich der Bereich von Facharbeit und Bildungskapital. Angesichts der technologischen Veränderungen, der enormen Einschnitte in der Organisation und den Organisationsmöglichkeiten von industrieller Produktion angesichts des Aufkommens eben der Computertechnologien kam es zu einer typischen neuen, weiteren Runde in der Neubewertung von Produktionswissen im industriellen Kapitalismus. Sie kennen das Thema, wer von Ihnen mal Marx gelesen hat, kennt die entsprechenden Passagen. Die Herausforderung eben, dass die Enteignung von Wissen, in dem 19. Jahrhundert häufig ja eben noch auch von geschützten handwerklichen Wissen und die Übertragung dieses Wissens in die Maschinerie und die Reduktion der Arbeitskraft, eben der Arbeiter zur Arbeitskraft und sozusagen zum Einsatz von Jedermann-Fähigkeiten, ein ganz zentrales Drama bei der Durchsetzung industrieller Produktion unter kapitalistischen Bedingungen war und ist. Insofern ist gerade bei technologischen Innovationsschüben und Produktivitäts- und Rentabilitätskonflikten die Bewertung von Arbeitsvermögen und Arbeitserfahrung ein zentraler Punkt. Und die sind in allen drei Ländern neu verteilt worden. Und der Kampf um diese sozusagen Bewertungen vollzog sich natürlich entlang der Bewertungen der etablierten Normen fachlichen Wissens, die für Arbeitsplätze gebraucht werden, also klassisch innerhalb der Gewerkschaften, aber innerhalb der sozusagen Unternehmen und innerhalb dessen, was klassische Tarifpolitik auch für Gewerkschaften war und ist. Gleichzeitig wurde aber auch auf nationaler Ebene, nämlich mit dem Ausbau und der Bewertung von Bildungsabschlüssen geführt. Und das ist in allen drei Gesellschaften in interessanter Weise interpretiert worden. Sie alle kennen und viele von Ihnen folgen vielleicht sogar den Glaubenssätzen der zeitgenössischen Experten der OECD.
Der PISA-Schock war sozusagen der letzte Schub, damit wir alle dran glauben sollten. Aber die Idee, dass Humankapital die Formel sei, mit der man am besten die Auf- und Ausrüstung junger und dann auch alternder Menschen für ihre Passförmigkeit in die Arbeitswelt und ihre angemessene Bezahlung entwickeln und bewerten und vor allen Dingen begreifen könnte, gehört zu dem Hintergrund einer Bildungspolitik, die das Heil darin sah, möglichst vielen, möglichst sogar allen entsprechend hochbewertete Bildungstitel zu vermitteln, unter Umständen auch ohne genaueren Blick darauf, ob die Schulen und anderen dann tertiären Bildungseinrichtungen dazu überhaupt in der Lage waren, mit dem Ziel, die bereits seit den mittleren 70er Jahren grassierende Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Der Einstieg in die Wissensgesellschaft sollte durch eine massive Akademisierung erfolgen. Das ist vor allen Dingen in Frankreich, ganz entschieden auch durch die sozialistische Regierung der ersten Präsidentschaft Mitterrands vorangetrieben worden. Nur und mit Verzögerungen und mit einer gewissen Beharren des dreigliedrigen Schulsystems in der alten Bundesrepublik auch vollzogen worden. Im Ergebnis ist aber zu beobachten, dass dieses Versprechen, so die Wissensgesellschaft als allgemeine Volksbeglückung durchsetzen zu können, grandios scheiterte. Das Versprechen der Demokratisierung durch diese allgemeine Verteilung von Bildungstiteln hat sich als das erwiesen, was kritische Soziologen zeitgenössisch schon vorhergesagt haben. Die Employability blieb zum Beispiel vor allen Dingen in Großbritannien ein hehres Versprechen und die Massenarbeitslosigkeit für Jugendliche war eine bittere Erfahrung in Großbritannien und Frankreich und ist sie teilweise heute noch. Hier macht die alte Bundesrepublik eine gewisse Ausnahme mit einigen anderen Ländern, insofern die Kontinuität der beruflichen Bildungstitel, die zeitgenössisch sehr kritisch beurteilt worden ist, eine sozusagen Durchschlagen dieses Reformwillens, dem ja auch positive Seiten ganz klar zuzuschreiben sind, vermieden hat. Das duale System erwies sich als nicht nur fähig, auch die erhöhten beruflichen, fachlichen Wissensanforderungen angesichts der dritten industriellen Revolution zu bewältigen, sondern sie hatte vor allen Dingen einen institutionellen Effekt. Sie schützte eine neue, eine jüngere Generation von nachwachsenden Industriearbeiterinnen und Industriearbeitern vor der Deklassierung. Insofern wehre ich mich heute immer wieder dagegen, wenn kurzschlüssig zwischen amerikanischen und westeuropäischen, vor allen Dingen bundesdeutschen, österreichischen, schweizerischen, dänischen Situationen ein Gleichheitszeichen gesetzt wird. Das Land, in dem zum Beispiel dieser Prozess, den ich Ihnen gerade geschildert habe, in natürlich grober, holzschnittartiger Weise am durchschlagendsten gewirkt hat, waren nämlich die USA. Mit entsprechenden Folgen. Sie wissen vielleicht, dass in den USA technisch die Working Class ganz einfach als jene gerechnet werden, die nicht über entsprechende tertiäre Bildung verfügen. Eine sehr merkwürdige Art der Klassendefinition, wie mir scheinen will. Ich komme nun zu Nahaufnahmen und komme dann auch gleich zum Schluss. Diese Veränderungen, die ich Ihnen jetzt grob als Trends mit breiten Strichen versucht habe, nahezubringen, sind natürlich zu differenzieren, aber sie sind auch eigentlich erst richtig zu verstehen, wenn man Nahaufnahmen macht, also das aus der Perspektive konkreter Arbeitsplätze, aber auch konkreter zum Beispiel Lebensläufe sich anschaut. Ich habe das auch in einem Kapitel gemacht, wo ich mir einfach typische Veränderungen generationsspezifischer Berufskarrieren und Lebensläufe von Industriearbeiterinnen und Industriearbeitern in den meinen drei untersuchten Ländern anschaue. Da muss ich hier drauf verzichten. Das lässt sich nicht so einfach in 2 Minuten und 5 Sätzen darstellen. Wer sich dafür interessiert,
der sei einfach aufgefordert, das entsprechende Kapitel bzw. Aufsätze zu lesen. Wie ich finde, ein ganz spannendes Thema, in dem man nämlich auch schon den Erfahrungen derer, die dieses Kuddelmuddel, wie ich es mal sozusagen umgangssprachlich nennen will, diese extremen Umbrüche und die das Infragestellen erwarteter Zukünfte zu bewältigen hatten. Und diese Geschichten sind sehr unterschiedlich und lassen sich deshalb auch nicht in einem sozusagen Kurzformat einfach darstellen. Ich komme aber deshalb gleich zu den Betrieben, weil meines Erachtens der Blick in die Betriebe bzw. die Unternehmen ganz wichtig ist, um die Umbrüche in ihrer sozialen Durchschlagskraft überhaupt zu verstehen. Ein ganz wichtiger Aspekt darf sozusagen aus der Perspektive der politischen Ökonomie dabei nicht aus dem Auge verloren werden. Wenn wir sozusagen uns zurückbeamen in das Jahr 1970 und uns vorstellen, wie man jemandem die Situation in westeuropäischen Industrieländern vor Augen führen konnte, dann hätte man ganz selbstverständlich das Bild eines Großunternehmens, zum Beispiel VW in Wolfsburg, gezeigt. Man hat große Fabriken mit vielen Beschäftigten und bei vielen meint man hier jetzt x-tausend Beschäftigte. Ja? Dieser Typus des Großunternehmens, in dem auch die verschiedensten Aspekte der Fertigung eines entsprechenden Endprodukts integriert waren, diese Form der Produktion hat in diesen drei Jahrzehnten, von denen ich hier spreche, ganz deutlich an Relevanz verloren. Das heißt dann natürlich nicht, dass wir uns da missverstehen, dass Großunternehmen verschwunden sind. Konzentrationsprozesse von der Kapitalseite betrachtet gingen weiter. Denken Sie nur, um es mal ganz volkstümlich einfach in unserer Fantasie laufen zu lassen, schätzen Sie die Automobilkonzerne, die unabhängig existierten im Jahre 1975, und schätzen Sie die, die in Westeuropa übrig geblieben sind im Jahr 2000. Das war nicht mehr. Aber die Betriebsstätten, in denen Automobil produziert wurde, die sind nicht größer geworden, die sind kleiner geworden und es ist eine ganz deutliche auch Auslagerung erfolgt, die dazu führte, dass man ja geradezu von so einer Art Archipel sprechen muss, wenn man, was sich gebildet hat von Inseln, sozusagen Fertigungsinseln, das heißt einzelnen Zuliefererbetrieben, Zulieferbetrieben für Zulieferer, bis man dann hin zu der entsprechenden Fabrik der Endmontage dann auch noch im Besitz des Großkonzerns gelangt. Das ist etwas, was ganz wesentlich ist, denn die Flexibilität kleinerer und mittlerer Betriebseinheiten, aber auch die Flexibilität kleinerer und mittlerer Unternehmen gehört zu den Begleiterscheinungen der Transformation der Industrie in Westeuropa. Nochmals, wenn wir jetzt wiederum weltweit die Dinge uns anschauen würden, wäre auch das wieder zu differenzieren und in gewisser Hinsicht, wenn ich richtig das verfolgt habe, auch zu relativieren. Wie auch immer. Das ist aber ganz wichtig, weil es führt nämlich dazu, dass eine Veränderung der Beziehungen zwischen Belegschaften und ihren Betrieben grosso modo in all diesen drei Ländern zu beobachten war. In dem Sinne, dass die Betriebe für die Beschäftigten so etwas wie Ankerpunkte, Sicherheitsinseln wurden, wie ich das nenne, auf der einen Seite, aber andererseits auch im Umkehrschluss die Mitarbeiter aus der Perspektive des Manager-Diskurses auch immer wichtiger wurden. Denn Qualitätsproduktion ließ sich und vor allen Dingen als flexible Qualitätsproduktion mit entsprechenden Begleiterscheinungen der Sicherung der Qualität und bei gleichzeitiger Kostenreduktion nur bewerkstelligen, wenn die einzelnen Mitarbeiter entsprechend motiviert und mobilisierbar waren.
Das führt aber dazu, dass in einem Maße, wie es etwa für 1970 nicht der Fall war, auch die einfachen Beschäftigten, die sogenannten An- und Ungelernten in den Betrieben, aber erst recht natürlich die fachlich Qualifizierten, soziale Anerkennung erfuhren. Das ist ein Prozess, der in Betrieben natürlich nicht flächendeckend zu gelten hat, aber für die Industrie dazu führt, dass industrielle Arbeitsplätze im Jahr 2000 eher die höherwertigeren sind und eine Flucht aus der Industrie etwa für An- und Ungelernte absurd gewesen wäre und auch immer absurde wurde, weil Lohnverluste und Verluste an sozialer Anerkennung, an Betriebsklima musste man erwarten, wenn man in den neuen und wachsenden Dienstleistungssektor wechselte. Sehr dramatisch etwa im britischen oder französischen Fall zu beobachten. Insofern gehört zu dieser Phase auch eine Erfahrung, die vor allen Dingen natürlich in den deutschen Gewerkschaften zunächst zu Kopfzerbrechen und dann zu einer komplexen Strategie des Mitmachens und schadenbegrenzend führte, nämlich zu Formen kollektiver Kooperation und des Co-Managements zwischen etwa Betriebsräten und Unternehmensleitung. Massiv etwa in den 90er Jahren in doppelter Hinsicht und hier ein kleiner Seitenblick auf die DDR. In der DDR, nachdem der erste Anlauf der Treuhand gewissermaßen so gut wie alles, was nicht nied- und nagelfest war, zu verkaufen und zu privatisieren, scheiterte und zu einer sozusagen flächendeckenden Vernichtung von Industriepotenzialen in der DDR geführt hatte, dass die Sicherung zum Beispiel entsprechender industriellen Kerne, auch vom Betrieben, nur über Co-Management und relativ komplexe Kooperationen mit wechselseitigen Zugeständnissen zu machen war. Aber dieselbe Erfahrung etwa in den Westdeutschen, also alte Bundesrepublik platzierten Unternehmen etwa des Maschinenbaus im Südwesten in Baden-Württemberg nach der Krise 93, 94 auch auf der Tagesordnung stand. Ich will aber jetzt nicht irgendein sozusagen Idylle aus den Manager-Magazinen hier wiederholen, sondern nur darauf hinweisen, dass der Blick in die Betriebe zeigt, dass die Arbeitswelten bis zum Jahre 2000 in einem denkbar kontrastiven Situation mündeten. Denn neben diesen Kooperationsmodellen gibt es auch das ganz harsche Modell dessen, was der Industriesoziologe Kotow bei der Schilderung eines solchen Falls schlicht als seelenlose Arbeitshäuser geschildert hat, die man durchaus geradezu in Dickens'schen Kategorien des 19. Jahrhunderts wieder darstellen könnte. Auch hierzu abschließend ein Bild, weil es aus der doch so ganz anderen Erfahrung Großbritanniens stammt. Das ist das Foto, was natürlich amtlich gewissermaßen für die Werbung aufgenommen wurde, als der 100.000. Bluebird von Nissan in Sunderland 1989 vom Band gelaufen war. Das ist natürlich interessant, weil, wie Sie sicher wissen, die britische Automobilindustrie durch ausgesprochen konfrontative Arbeitskulturen geprägt war bis in die 70er Jahre und vor allen Dingen geprägt war durch eine faktische Kontrolle der jeweiligen Berufsgewerkschaften über ihre Arbeitsplätze. Das Management hatte sich in der Krise des Fordismus in Großbritannien in den 60er und 70er Jahren im Wesentlichen aus der Gestaltung der Arbeitsplätze zurückgezogen. Das führte dann auch zu der großen Schwierigkeit der britischen Automobilbauer, die Krise des Fordismus zu bewältigen, aber nicht dazu, dass man nicht sehr erfolgreich in Großbritannien Automobile bauen konnte, nämlich wenn man japanische Ford-Modelle ins Land brachte, wie im Fall der Firma Nissan. Hier hat man nämlich dann ein kooperatives Beschäftigungsmodell eingeführt mit entsprechenden Beschäftigungsgarantien für die Massen an arbeitslosen Arbeiterinnen und Arbeitern in Sunderland, einem Zentrum der Deindustrialisierung in Nordengland. Und natürlich ist das ein Bild der Kooperation. Natürlich war das Nissan-Werk Sunderland streikfrei. Aber
Zu diesem Modell gehört auch nicht nur der junge Mann, der den Schlüssel für den Nissan vorne stolz bereithält, sondern dieser kleine japanische Manager, den Sie vielleicht gar nicht an seiner Kleidung erkannt hätten, aber natürlich an seinem Äußeren. Dass Manager in Blaumann durch die Fabrik marschieren, war in England eine Sensation. Und dass sich diese japanischen Manager für die Lösungswege, für die Handgriffe, für die Vorschläge der Bandarbeiter interessierten, war auch eine Sensation. Das meine ich, wenn ich davon spreche, dass sich in vielfältigen Formen auch Formate sozialer Anerkennung vor allen Dingen in Frankreich und Großbritannien verbreiteten, die vorher längst nicht selbstverständlich waren. Ich schließe meine Reise durch die Umbrüche mit einem Blick auf die Sozialräume. Damit meine ich die Umgebungen von Industrien und die Lebenswelten von Industriearbeiterinnen und Industriearbeitern und die Frage, was veränderte sich da? Und ich finde, die Dramatik der Umbrüche kann man sehr schön in den Sozialräumen zeigen. Der erste Eindruck ist natürlich klar, es entstand Industriebrache. Aber die zweite Beobachtung ist interessant. Aus Industriebrachen und leeren Industrieorten wurden Tourismusorte. Liverpool, Glasgow, das Ruhrgebiet. Ja. Industrieregionen wurden musealisiert oder aber sie wurden neue Gewerbeparks. Beide Tendenzen sind möglich. Schlimmer traf es natürlich jene Regionen, die gewissermaßen verwahrlosten, an denen nichts Neues passierte. Zum Beispiel Bergbaudörfer in Teilen von Nordengland. Aber auch, ich spreche hier von Trier aus zu Ihnen, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in Ostfrankreich, die Stahlregion. Das ist die eine Tendenz. Denken Sie aber auch an die ganz unterschiedliche und extrem ungleiche Entwicklung etwa des Ruhrgebiets, in dem vor allen Dingen die sogenannte Emscher Zone, also die nördliche Region und die kleineren Orte, eine anhaltende sozusagen Krise sozialer, also von Arbeitslosigkeit, aber auch von urbaner Verwahrlosung erlebten. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass neue Industriezonen immer deutlicher in Randlagen entstanden. Wenn Sie heute Industrieregionen oder sogenannte Industriedistrikte kartieren, dann fällt auf, dass die in der Regel in ländlichen Regionen oder an den Kreuzungspunkten von entsprechenden Verkehrswegen fernab der Großstädte liegen. Diese neuen Randlagen haben mich dazu geführt, von einem Peripherieeffekt zu sprechen. Zum Beispiel müssen Sie hier etwa in der Region, in der, von der ich ausspreche, die Fabriken suchen, aber Sie finden eine Menge. Zum Beispiel in der Westeifel, die vorher keine Industrie kannte. Und Sie finden sie natürlich wieder, und da komme ich dann im Saarland, denn das Saarland ist aus einer Stahl- und Bergbauregion zu einer Zulieferregion der Automobilindustrie geworden, mit entsprechenden auch großen Zentren. Sowohl Bosch ist ins Saarland gegangen, aber natürlich auch die Automobilbauer. Der dritte Punkt, der mir für das Stichwort der Sozialräume wichtig erscheint und was ich aber wahrscheinlich mit einem Satz einfach nur in Ihr Gedächtnis rufen kann, ist die Krise der Vorstädte. Was meine ich damit? Die Trabantenstädte der Industrieregion waren gerade fertiggestellt, also frühe 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre. Diese schönen Hochhausblöcke waren fertig. Ja, im klassischen Betonstil, wie ihn die modernen Architekten alle liebten, sowohl im Sozialismus als auch im Kapitalismus, als die Krise ausbrach. Und kaum waren diese, zu dem Zeitpunkt übrigens auch von etwa jungen Familien, durchaus gerne als Wohnorte gewählten Städte fertig gebaut, ging es mit ihnen auch schon bergab.
Die Verslammung dieser gerade gebauten Viertel ist in der Dramatik vor allen Dingen in Großbritannien und Frankreich zu beobachten und hat zu den entsprechenden Krisen der Vorstädte in beiden Ländern. In abgeschwächter Form kennen wir das auch. Und dann besonders dramatisch haben wir das natürlich erlebt in der ehemaligen DDR, auch in der Bundesrepublik passiert. Der vierte Punkt ist einer, der kaum beobachtet worden ist und der aber meines Erachtens auch sehr wichtig ist. Denn parallel dazu konnte man beobachten, wie die, die weiter beschäftigt waren in der Industrie, also in der Regel ja die Qualifizierteren, ja, oder die jung, frisch Eingestellten, also auch in der Phase der Familiengründe, in der Regel den Weg in die Suburbanisierung wählten. Und damit wurden in allen drei Ländern in einem Maße Industriebeschäftigte zu Eigenheimbesitzern, wie es vorher niemals der Fall war. Auch das eine sehr interessante Erfahrung. Bevor ich zum Schluss komme, dürfte ich Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Ja, ich bin dabei. Ja. Ich wünsche nur noch, dass Sie nochmal auf dieses Bild gucken. Da sehen Sie nämlich so eine typische Form der Peripherisierung oder der peripheren Suburbanisierung. Das ist eine Aufnahme im Industriepark Sargemin, Hambach, also an der saarländisch-französischen Grenze, ganz in der Nähe des Produktionsstandortes Smartville, also wo die neue Automobilfabrik von Daimler 1997 errichtet wurde. Und Sie sehen, wie hier im Vordergrund die dazugehörenden Industrieparks mit verschiedenen Unternehmen, die als Zulieferer zum Teil eben für Smart arbeiten, angesiedelt waren. Dann aber auch die entsprechenden sozusagen zu suburbanen Industriesiedlungen entwickelten dörflichen, ehemals dörflichen Siedlungen in diesem Hügelland zwischen Lothringen und dem Saarland. Damit bin ich auch am Ende meiner Reise durch 30 Jahre Transformation der Industriegesellschaft und der Deindustrialisierung in Westeuropa gekommen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Raphael. Sie haben da insbesondere im 8. Kapitel des Buches, also für die, die es noch nicht gelesen haben, ich kann es wirklich empfehlen, es gibt es ja mittlerweile auch als Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ganze Kapitel beschäftigt sich mit Industriedistrikten, Problemvierteln und Eigenheimquartieren. Das ist, glaube ich, überschrieben Sozialräume der Deindustrialisierung und dann auch ein Brückenschlag. Ein kurzes Kapitel, aber finde ich ein sehr spannendes, das Ende der sozial-moralischen Milieus und die Krise der lokalen Arbeiterkulturen und Arbeitskulturen. Ich hätte ein, zwei Punkte, die stelle ich aber zurück. Wir hatten einen Kommentar auch schon im Chat von Jan Rottenbach. Ich weiß nicht, ob du den kurz ausführen willst, sonst schaut da rein. Und ich würde jetzt Ihnen und euch die Gelegenheit zu kurzen Nachfragen und Anmerkungen geben. Wie gesagt, bitte irgendwie im Chat anzeigen. Bernd Hüttner und ich behalten das, so gut wir es können, im Auge. Und dann hat mich Jan Rottenbach ein Wort genommen. Bitte. Ja,